Bruce Willis, seine Ehefrau tränenreichen Appell. Emma Heming Willis, 44, muss das Video unterbrechen, als sie auf ihren Ehemann Bruce Willis, 67, zu sprechen kommt. Ihr kommen die Tränen. Am Samstagmorgen, 4. März 2023, nimmt das Model einen emotionalen Instagram-Beitrag auf und richtet sich damit an all die Paparazzi, die versuchen, Bilder von Willis zu bekommen. Am 17. Februar hatte seine Familie öffentlich gemacht, dass der Actionstar an frontotemporaler Demenz erkrankt sei. Wenn Sie jemanden betreuen, der an Demenz erkrankt ist, wissen Sie, wie schwierig und stressig es sein kann, jemanden in die Welt zu entlassen und ihn sicher zu navigieren. Mit diesen Worten beginnt Emma Heming Willis ihren Appell. Sie führt fort: Selbst wenn man sich nur eine Tasse Kaffee holen will. Ich sehe gerade Schlagzeilen und ein Video, in dem mein Mann mit ein paar Freunden Kaffee holt, die ihn hervorragend beschützt haben. Die Unternehmerin, die mit Willis die zwei Töchter Evelyn Penn, 8, und Mabel Reh, 10, hat, muss ihren Beitrag unterbrechen. Ihre Emotionen übermannen sie. Nachdem sich die Unternehmerin wieder gefangen hat, wendet sie sich an die Paparazzi. Dieser Appell geht an die Fotografen und Videofilmer, die versuchen, diese exklusiven Bilder von meinem Mann zu bekommen, wenn er unterwegs ist. Haltet einfach Abstand. Komma, bitte schreit meinen Mann nicht an und fragt ihn, wie es ihm geht oder was auch immer. Das Wohoing und das Jepekeis tut es einfach nicht. Okay, gibt ihm den Freiraum. Erlaubt unserer Familie oder wer auch immer an diesem Tag bei ihm ist, ihn sicher von A nach B zu bringen. Anführungszeichen. Abschließend wendet sich Emma Heming Willis an andere Pflegekräfte oder Demenzspezialisten und bittet sie, Tipps oder Ratschläge im Kommentarbereich zu teilen, die im Umgang mit Demenzerkrankten helfen. Bereits am 30. März 2022 gab Bruce Willis Familie in den sozialen Medien bekannt, dass der Schauspieler seine Hollywood-Karriere aufgrund einer Aphasie-Diagnose, die seine kognitiven Fähigkeiten beeinträchtigen würde, beende. Knapp ein Jahr später wird bekannt, dass der Stirb-Langsam-Darsteller an der seltenen Demenzform frontotemporale Demenz erkrankt sei. Die sogenannte neurodegenerative Erkrankung entsteht durch Schädigungen von Gehirnregionen, die unter anderem für unsere Persönlichkeit, Sprache, Bewegung und Bewusstsein sehr wichtig seien, erklärt Neurowissenschaftler Dr. Boris Nikolai Konrad im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Spot on News. Verwendete Quelle: Instagram.com